Horst Seehofer, unser Innenminister, hat als Reaktion auf den Anschlag von Halle eine wichtige Debatte losgetreten. Wie gefährlich ist unsere Gamer-Szene? Gute Frage, Sherlock Horst, sage ich da. Gute Frage. Ja, ich hatte privat und im Stillen gehofft, wir könnten nach all den Jahren der Sehschwäche rechts endlich mal tiefergehend über Nazis diskutieren, aber scheinbar haben wir doch ganz andere Sorgen. Viele von den Tätern oder den potenziellen Tätern kommen aus der Gamer-Szene. Manche nehmen sich Simulationen geradezu zum Vorbild. Ja, nach dieser profunden Simulation von Politik doch mal kurz die Frage, ist es klug, sämtliche Gamer unter Generalverdacht zu stellen? Ich meine, warum verdächtigen wir nicht gleich alle Internet-User und führen eine Vorratsdatenspeicherung ein? Ach, haben wir schon? Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, ich fürchte, unser Horst ist da nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit. Meint auch Abdel Karim. Horst Seehofer ist einer großen Sache auf der Spur. Gewalt in Videospielen gleich Gewalt im echten Leben. Diese simple Kausalkette hat man sich zuletzt in den 90ern getraut. Wobei, er hat nicht ganz unrecht, viele Rechtsradikale wurden ja nur rechtsradikal, weil sie als Kind bei Super Mario die ganze Zeit nach rechts gerannt sind. Natürlich gibt es in den Chaträumen der Online-Spiele auch Rechtsextreme, aber damit aus denen ein Täter wird, müssen eben noch viele andere Faktoren zusammenkommen. Was aber stimmt, dieses ständige Online-Sein ist nicht gut fürs Gehirn. Ständig online, ständig Mails und Posts checken. Das hat zur Folge, ein Goldfisch ist aufmerksamer als wir, warnen Wissenschaftler jetzt. Auf gerade mal 8 Sekunden bringen wir es, der Fisch auf 9. Scheiß Goldfisch, Angeber. Aber wenn wir schon über Gewaltverherrlichung reden, wieso findet es dieselbe GroKo völlig okay, dass unsere Bundeswehr jedes Jahr einen eigenen Stand auf der Gamescom hat, wo Jugendliche virtuell mit dem Tornado nach Syrien fliegen können? Hier, die Truppe wirbt sogar einen Ego-Shooter-Look für neue Rekruten. Ich weiß, unfairer Vergleich, denn damit wird ja Gewalt in sinnvolle Bahnen gelenkt. Leute, man muss was machen gegen Hetze in Gamerforen, keine Frage. Aber hätte ein Innenminister nicht vorher noch ganz andere Baustellen? Ekelhafte Fangesänge beim Fußball oder national befreite Zonen, nicht nur im Osten, sondern wie hier in Dortmund. Noch vor Monaten war die kleinste Brille der Welt Chef vom Verfassungsschutz. Und bis heute will er hier keine Hetzjagd erkennen. Hase, du bleibst hier. Aber das liegt vielleicht auch an der wahnsinnig kleinen Brille. 24.000 Rechtsextreme, davon 12.000 gewaltbereit. Das wären so Probleme, die Sherlock Horst mal angehen müsste. Aber was rede ich hier? Der Einzige, der mir jetzt noch zuhört, ist eh der Goldfisch. Blöder Streber. Für weitere Videos klickt unten und abonniert auch unseren Channel. Alles im Kasten? Okay, tschüss. Geht's denn hier raus? Hä? Scheiße!